So Leute, es ist tatsächlich endlich soweit. Europe by Bike hat begonnen. Wir fahren hier gerade über den Nord-Ostsee-Kanal. Der Dietmar vor mir, ihr seht ihn schön leuchten in seiner Kiltjacke, in seiner neuen. Ja, ich hoffe, wir haben ein bisschen Spaß. Ich hoffe, wir haben einigermaßen gutes Wetter. Und ansonsten sind wir beide mittelmäßig aufgeregt, haben aber voll Bock. Und jetzt geht's los. Liebe Leute, Markus und Dietmar hier von Motorrad.de und Europareise Tag 1. Wir sind losgefahren von einer Stunde in Glückstadt oder anderthalb. Und ja, morgens, jetzt Wetter spielt mit, wir haben echt Glück. Ja, top. Gutes Wetter, wir sind jetzt in Erfte. Wird keiner von euch kennen, müsst ihr auch nicht kennen. Ist auch relativ unspektakulär. Nicht so spannend, aber wir haben das als erstes Ziel eingegeben. Und ja, wir wollen euch mal zeigen, wo wir heute so längs gurken wollen. Aber man kann das einigermaßen sehen hier. Also, wo ist denn mal Glückstadt? Da ist Glückstadt, hier sind wir los und wir sind jetzt hier etwa. Und wir fahren jetzt gleich durch Dänemark und dann fahren wir hier rüber Richtung Kopenhagen über zwei Brücken. Also wir nehmen nicht die Fähre und landen dann heute Abend irgendwann in Malmö. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir dann, eigentlich wollen wir dann noch so ein bisschen Richtung Norden fahren, ob wir das dann machen. Müssen wir mal schauen, ne? Je nachdem, wie wir durchkommen. Genau. Auf jeden Fall mindestens, ja, eher so 600 Kilometer werden das wahrscheinlich heute, ne? Also 500 sind es ja bis Malmö. Ja, ja, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, je nachdem. Ja. Also mal sehen. Egal. Auf jeden Fall sind wir gut gelaunt, haben schon erstes Frühstück hier eingenommen und gleich jetzt wieder rauf aufs Bike. Yeah. So. Und schon sind wir an der dänischen Grenze. Lasst uns rein, Leute, lasst uns rein. Kannst du mich hören, Markus? Ja. Pass auf, wir werden gerade hier rausgerufen vom Wetten. Nee. Danke sehr. Moin, moin. Dänemark, wir sind yeah, da. Das war ja unproblematisch. Genau. Okay. Hier, guck mal rechts, Höchstgeschwindigkeit. 130. 80. So schnell fährt deine Kiste doch sowieso nicht. Ja, 80 auf der Landstraße, das schaffe ich gerade noch. Alles klar, bis später. So, zur Abwechslung mal ein Tunnel. Wir sind eben durch Kopenhagen gefahren, also nicht durch, sondern ja, unter Kopenhagen quasi, da gab es auch schon einen Tunnel. Und das jetzt hier ist die Verbindung zwischen Kopenhagen und Malmö. Gleich kommt eine ellenlange Brücke. Ich glaube, die ist 25 Kilometer lang oder irgendwie sowas. Total irre. Kann ich ja kurz noch erzählen. Wir hatten ursprünglich eigentlich geplant, mit der Fähre nach Norwegen zu schippern. Haben uns dann aber jetzt dagegen entschieden, weil das coronamäßig ein Problem gewesen wäre. Weil in Dänemark bei der Einreise nach Norwegen gelten die Schweden als öffentliches Verkehrsmittel und das wäre problematisch geworden. Und das. Hallo, du redest gerade. Hallo Markus. Jetzt labert der Dittmeister hier rein. Hey! Ich wollte gerade erklären, wieso wir hier über die Brücke fahren. Ich mache das einfach mal weiter. Also wie gesagt, Fähre nach Norwegen haben wir sein lassen. Dann haben wir noch versucht, auf die Schnelle umzudisponieren und eine Fähre heute oder morgen nach Schweden von Travemünde oder Rostock auszubekommen. Hat natürlich auch nicht geklappt, alles ausgebucht. Und deswegen fahren wir diese wunderschöne Brücke nach Schweden und ich finde, es hat sich gelohnt, oder Dietmar? Sieht geil aus. Ja, es ist richtig schön. Da vorne kommt der Hauptteil der Brücke. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß jetzt gar nicht, wie das hier heißt. Ist das jetzt Öresund oder? Weißt du auch nicht, ne? Oder das Möhrebröt? Keine Ahnung. Da müssen wir dann mal nachschauen und mal einblenden. Auf jeden Fall echt schön. Ja. Und bitte!
Here we are. So, ihr seht Markus, wir sind angekommen. In Lund sind wir jetzt. Ja, in einem der, ich möchte sagen, Dietmar hat uns ein ganz hervorragendes, ein Vorzeigehotel ausgesucht, wenn du mal hier auf dem Boden filmst. Es nennt sich Hotel Katzenklo. Genau. Ja. So, Lund ist echt eine Reise wert. Aber, immer jetzt kommen wir zum wichtigen Teil des heutigen Tages. Wir können heute drei Länder kleben. Ja. Drei Länder. Drei Länder. Ich fange mal an mit Deutschland. An einem Tag. Gestartet. Genau. Darf ich mal dir das, warte mal, ich muss das mal, ich komme nicht klar. Es dauert ein bisschen. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen matt. Ja. Erschöpft. So, Deutschland. Genau. Gestartet sind wir in Glückstadt. Nee, stimmt gar nicht. Ja doch. Streng genommen schon. Weniger. So, zack, hier dein Ding ist immer noch. Die. Die Kamera? Ja. Lass mal laufen. Ja, die, lass mal laufen. Genau. So, da haben wir Dänemark mitgenommen. Mal sehen, ob Markus weiß, wie die vielleicht. Oh, was kostet die Butter in Dänemark? Ah, die Aufkleber sind aber nicht von so guter Qualität. Hier ist ein bisschen schneller. Und so Zuschauer haben nicht so viel Zeit. Ist ja gut. Dänemark. Oder auch Dani Marco. Schweden. Haben wir auch. Und Schweden. Ja, also Markus klebt eifrig, wie ihr seht. Und. Wenn wir ein bisschen Glück haben, sind wir dann morgen schon in Norwegen. Müssen wir mal gucken, wie lange wir schlafen heute und so. Fertig? Wunderbar. So, ihr kennt das ja sonst als Kollegengespräch und wir haben uns überlegt, wir machen jetzt bei unserem Europe by Bike Videos sowas wie Resümee des Tages. Genau. Also Didi, was waren deine Highlights heute? Heute? Also erstmal, ich bin, glaube ich, noch nie so viel Motorrad gefahren an einem Tag. Also, was waren das jetzt? 580 Kilometer waren das, glaube ich, ne? Ja, 580 Kilometer kommt ungefähr hin. Und ja, ich fand die Brücken schön und den Tunnel. Das hat mir eigentlich irgendwie, ist mir so als erstes... Ja, viel mehr haben wir auch nicht gesehen, muss man natürlich dazu sagen. Genau. Heute, wir haben uns natürlich vorher schlau gemacht auf den Seiten des Auswärtigen Amtes, dann unsere ursprüngliche Fährverbindung nach Norwegen gleich wieder gecancelt. Das war auch, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Das war genau richtig. Und wollten dann heute auch möglichst schnell irgendwie durch Dänemark nach Schweden kommen. Vor allem wollten wir übernachten. Genau. Ja. Es war aber eigentlich total unspektakulär. Also wir konnten da einfach so durchfahren. Das war überhaupt kein Problem. Die beiden Grenzen, ne? Nach Dänemark und Schweden, da war überhaupt gar keiner. Irgendwie nur wink, wink. Und in Schweden war überhaupt keiner. Alle wollten uns haben. Natürlich. Genau. Ansonsten, meine persönlichen Highlights waren, ehrlich gesagt, das schwedische Bier heute Abend. Ich weiß, das hat, glaube ich, ein Vermögen gekostet, ist aber egal. Wir haben auch jeder nur eins getrunken. Ja, stimmt. Ja. Ja, ansonsten ist heute nicht wirklich heute ist passiert. Eigentlich nicht so viel passiert. Nein. Außer, dass wir tatsächlich heil in Schweden angekommen sind. Und das ist ja zumindest schon mal ein Teilerfolg. Das, was wir wollten, wir mussten halt schnell durch Dänemark. Wir wollten unbedingt nach Schweden. Und eigentlich im Grunde genommen war das jetzt nur das Entry, weil wir wahrscheinlich morgen oder spätestens übermorgen schon in Norwegen einreisen. Und insofern eigentlich alles okay soweit. Ne? Und wir durften immerhin drei Aufkleber hinkleben heute schon an Tag 1. Genau. Ist ja auch schon eine Sensation. Genau. Und wir haben hier auch ein total schnuckeliges... Good Morning Hotel. Ja, egal. Das ist auch, finde ich, ein Highlight. Ja, genau. Okay. Gut. In attraktiver Umgebung. Genau. Also, wenn ihr mal nach Schweden kommt, fahrt nicht hin. Nee. Ja, mal sehen, wie es morgen wird. Ne? Genau. Wir sind gespannt. Genau. Das sollte gewesen sein. Morgen passiert wahrscheinlich mehr. Und bis dann. Tschüssi. Tschüss.